herzlich willkommen zu einem Let's Loot. Habe ich mir gerade ausgedacht. Voll innovativ und lustig. Ich möchte mit euch zusammen die Loot-Chest für den Monat Mai auspacken. Ich muss ganz ehrlich sagen, als der Postbote sie mir bruchte, habe ich gedacht, boah, die ist aber klein und leicht. Ist da überhaupt was drin? Ist das eine zum Aufblasen oder so? Egal. Die Loot-Chest kommt jeden Monat, kostet, glaube ich, irgendwas 24,95. Das kann man dreimonatig, sechsmonatig, glaube ich, jährlich abschließen und kriegt dann jeden Monat eine kleine, süße Box mit coolem Geek-Stuff drin. Sag ich jetzt mal Nerd oder Geek-Stuff. Wir machen sie mal auf. Ich habe sie schon, weil das meine erste ist, dachte ich, da ist noch was drin. Also die kam, Moment, ich zeig's nochmal. Die kam halt wirklich so per Post. So. Und ich habe die halt hier aufgeschnitten. Weil ich dachte, da ist dann vielleicht noch eine drin oder so. Ich habe es halt aufgemacht und deswegen ist es jetzt gut, schon aufgestellt. Dann fangen wir einfach mal an. Wahrscheinlich in jeder, in jeder Box ist ein kleines Leaflet oder so. Da steht in diesem Fall Lootbook Mai 2015 drauf. Happy Birthday. Ich habe keinen Geburtstag. Du vielleicht? Vielleicht die Lootbox oder die Lootchest. Hallo liebe Looter. Ah, okay, da steht was drin ist. Das gucken wir uns natürlich jetzt noch nicht an, sondern wir gucken einfach mal, was da drin ist. So, das erste, was ich rausziehe, ist ein Leaflet, beziehungsweise ein Flyer, da steht drauf, Pixel Heroes, Byte and Magic, für PC und Mac. Gut, dass ich das nicht so rum gezeigt habe. Das ist nämlich ein Game. Ja, Pixel Heroes, Byte & Magic. Und zwar ist da hinten ein Code drauf. Okay, was ist das für ein Game? Also ein Pixel-Game. Ja, ist jetzt ja nicht so meins, sag ich mal, so Pixel-Games. Als kleine Grafikhure, sag ich mal. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das zocke oder ob ich es eventuell verlose. Hättet ihr Interesse daran? Ist einer von euch interessiert an Pixel-Games? Dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht verlose ich das dann an die Leute, die am lautesten hier schreien. Gerne, ne? Ich liebe sowas ja auch sehr. So, dann machen wir mal weiter und ach, guck mal, da lachen mich schon 4 Bohnen an. Ja, wer kennt sie nicht? Die Rocket Beans. Ich mag die Rocket Beans sehr gerne. Das wird natürlich bei mir einen Ehrenplatz bekommen. Wenn ich mal nicht Rocket Beans TV gucken kann, kann ich mir dann diese Autogrammkarte, das echte Autogramme, das sind keine echten. Als nächstes, oh, was sehen denn meine leicht geröteten, tränenunterlaufenden Augen da? Und zwar ist das von Rocket Siva ein Headset scheinbar. Ich zeig's euch direkt mal. Und zwar ist das ein In-Ear-Kopfhörer. With deep bass and crisp trebles. Also mit tiefem Bass und crispigen Höhen. Ich bin mal gespannt. Ich werde die auf jeden Fall ausprobieren. Was für mich wirklich wichtig wäre, dass das Kabel natürlich lang genug ist. Weil ich möchte mich ungern auf meinen Rechner setzen müssen. Ich gucke jetzt mal, steht da was dabei? Flachbandkabel, Rocketfarben mit Tangle-Proof Technology. Ja, ich bin gespannt. Ich werde es, glaube ich, auch so machen. Pass mal auf. Genau, ich packe das mal aus und guck mal, wie lang das Kabel ist. Und bevor ich das irgendwie anschmalze mit meinen Ohren oder sowas, werde ich gucken, wenn das Kabel lang genug ist, dann werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Falls nicht, werde ich es wahrscheinlich auch verlosen oder halt verschenken. Ist ja das Gleiche. Also wie gesagt, sehr, 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 sehr geil. Hätte ich nicht gedacht, dass hier so ein High-End-Produkt drin ist. Ich bin sehr gespannt. Entweder ich verlose es oder ich werde es selber testen und benutzen. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar kommt hier schon wieder die Mega-Verpackung. Ich zeige es direkt mal in die Kamera. Und zwar ist das Created Star Trek. Ein klingonisches Schlachtschiff. Oh, warte mal. Geil. Lego. Und zwar klingonisch Battlecruiser. Oh, das finde ich geil. Da habe ich nämlich übrigens gesehen, dass andere da scheinbar auch andere Modelle hatten. Aber das finde ich mal richtig geil, weil das ist ein rotes Licht. Was tut das? Es leuchtet rot. Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es klingelt. Hallo? Rambo? Das finde ich sehr cool. Das werde ich am Ende dieses Videos, weil ich müsste sonst jetzt hier aufbauen, werde ich das aufbauen, im Zeitraffer vielleicht, und damit ihr gucken könnt. Und damit ihr gucken könnt, wie es aussieht.
werde ich das zusammen mit euch aufbauen. Ich kann ja vielleicht jetzt einmal schon mal die Packung aufmachen. Ach, das ist auch nochmal zugeklebt. Mensch, das ist aber hier auf Nummer sicher, dass da kein Steinchen rausfällt. Da musst du ganz sicher sein, da musst du ganz sicher gehen. Hier statt da ein Steinchen wegkommt, dann ist da nichts mehr wert. Ja, ach guck mal hier, da gab es auch noch die USS Enterprise, Jellyfish und USS Kelvin. Ja, jetzt schaue ich mal kurz da rein. Da ist allerlei Papiercreme drin. Wir müssen echt beim nächsten Mal machen, dass ihr mitgucken könnt, ne? Direkt so. Und Lego, Lego, Lego. Ist eigentlich, das ist gar kein Original-Lego, oder? Das ist ja von Hasbro. Ist das dann ein Fake-Lego? Oder ist das... Ich weiß es nicht. Krass, da ist noch was drin. Und zwar, ich hole erstmal die kleinen Sachen raus noch. Einmal ein Lootchest.de-Aufkleber, der obligatorisch wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht, ist meine erste Lootchest. Ich gehe mal davon aus. Und was ist das denn Geiles? Ach, wie geil ist das denn? Ist das ein Aufkleber? Und zwar, ich zeige es euch direkt mal wieder, ein C64 Aufkleber, ein Bluescreen, nicht ein Bluescreen, ein lila Screen. C64, das ist ja geil, Searching for Loot. Das ist ja mal richtig cool. Den klebe ich mir auf meinen Rechner, glaube ich, das finde ich style. Aufs Auto fände ich auch ziemlich cool, aber das kann man aus der Entfernung gar nicht sehen und denken, das ist irgendwie ein Portal oder so. Ja, sehr cool. Jetzt hole ich mal das hier raus. Und zwar ist da ein Knister, ist da ein T-Shirt drin. Das mache ich direkt mal auf. Guck mir das direkt mal als erstes selber an. Das ist ja... Oh ja. Da steht drauf, IMC Titan Pilot. Ich zeig's direkt mal, komm, bevor ich jetzt hier rumkruschbar. Ich zeig's mal in die Kamera. Hast du's, Kamera? Gib mir doch mal ein Zeichen, wenn du mit mir mitarbeitest. Sie gibt mir kein Zeichen. Vielleicht hasst sie mich. Jetzt! Titan Pilot Training Academy. Ist das von Titanfall, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Weil da ist ein Mensch in einem Titan drin und bei Titanfall ist man ja als Soldat in einem Titan. Sehr, sehr cool. Weiß, finde ich auch ganz schnieke. So. Jetzt ist noch eine Sache drin, die ich auch so gleich auspacken werde. Und zwar ist das sehr, sehr geil. Ist das ein Center Shock? So, jetzt arbeitet die Kamera mit, jetzt hat es fokussiert. Das ist eine gute Kamera. Hast du mich jetzt wieder? Keine Ahnung. Center Shock. Yeah. Da kann ich mich noch dran erinnern, die habe ich das letzte Mal gegessen vor langer Zeit. Und ich werde das Ding jetzt direkt essen. Ich habe noch in Erinnerung, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich da noch so relativ jung war, dass die krass sind, also krass sauer sind. Ich habe vorhin Kaffee getrunken, vielleicht verstärkt das noch den Geschmack. Ich werde das Ding jetzt direkt mir... Also ich bin noch nie mal am Center Shock, sondern am Outer Shock. Und jetzt beiße ich mal drauf. Ich mache so eine Mischung. Also ehrlich gesagt, war der erste Geschmack von diesem äußeren Darm krass. Da war es echt so ein saurer Apfelgeschmack. Jetzt drin habe ich gar nichts gemerkt. Also das hat überhaupt gar nicht anders geschmeckt als das Äußere. War ich so ein bisschen enttäuscht. Das hatte ich anders in Erinnerung. Nennen wir es nicht Center Shock, sondern Outer Shock. Ja, Outer Shock. So, das war es auch schon mit der Loot Chest für den Monat Mai. Ich bin krass begeistert. Das ist meine erste Box grundsätzlich in diesem... Style. Entschuldigung, ich muss jetzt weitermachen mit dem Center Shock im Mund. Also ein T-Shirt war drin oder ist drin. Lego ist drin, Star Trek, ein klingonischer Battlecruiser, ein Rocket in ihr Kopfhörer, wo ich gespannt bin, ob das Kabel lang genug ist. Ein C64 Aufkleber, ein Pixel Heroes, ein Gamecode zum Zocken und natürlich das Heftchen. Da können wir auch noch mal kurz reingucken. Und zwar... Mhm, Rockard Siva Headset. Oh, da steht auch, was der Marktpreis ist. Oh, 29,99. Mhm, krass. Und dann das Star Trek kostet 12,99 €. Das T-Shirt 14,99 €. Das Pixel Heroes kostet 9,99 €, also hier das Game. Der Retro-Sticker 1,99 €, Center Shock 50 Cent, 49 Cent. Geil.
Street Fighter LED Keychain. Hadouken. Warum habe ich den denn nicht? Warum sieht das auch so anders aus? Ach so, warte mal, es gibt ja diese Loot Chest Plus, ne? Vielleicht ist das dieses Plus. Na gut. So, bevor ich jetzt hier alles abbaue und mit euch zusammen meinen kleinen klingonischen Battlecruiser aufzubauen, sage ich schon mal Ciao. Werde euch alle Informationen zu der Loot Chest und was es sonst noch zu wissen gibt in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr auch Bock habt auf eine Loot Chest, vielleicht können wir auch mal zusammen auspacken. Das wäre ja geil. Ja. Lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Was fandet ihr am coolsten? Würdet ihr gerne das Game gewinnen? Habt ihr Interesse daran? Bis dann, ich bin raus. Ciao. Bock drauf, ne? Ja? Ja, willst du wieder raus? Warst doch gerade draußen. Ja, aber ich weiß immer nicht, ob das doch jetzt gerade voll schön draußen ist.